Hier ist tatsächlich der Widerhaken in seinem Bett. Ich möchte nicht wissen, was er damit macht in seinem Bett. Und wenn er damit was macht, dann will ich hoffen, dass er die stumpfe Seite benutzt. Gewirr. Hier ist dein zukünftiges Ich. Du betreibst einen jugendfreien Kanal hier. Ja, nicht die Seite, die andere, Max. If the Hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Also, der Widerhaken hat mich jetzt ein bisschen aus der Fassung gebracht. Got the jack tip. Willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnum Opus gebaut und angepasst. Aha. Die Kategorie Harpune ist mit dem Missionsziel markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Standardharpune. Okay. Harpune. Max hat den Widerhaken und genug Schrott beschafft, um die Standardharpune zu bauen. Mhm. Ahoi, hiermit können wir ganz leicht die Türen unserer Feinde abreißen. Auch schwache Bauwerke werden ihr nicht standhalten. Installiert die Grundversion der Harpune, die sich an kleineren Objekten wie Fahrzeugtüren und schwachen Bauwerken festhaken kann. Ist auch bei Personen sehr effektiv. Personen, Fahrzeugtüren, schwache Bauwerke. Dazu muss man die aber treffen, fürchte ich. Na, 15 Schrott kostet das. Und das soll ich ja auch bauen. Na dann. Standardharpune für 15 Schrott kaufen. Okay. Standardharpune erfolgreich installiert. Max hat genug Schrott gesammelt, um ein Rammgitter anzubauen. Wähle die Kategorie Rammgitter. Baue die Verbesserung Raufstange an. Mit einer einzelnen Stange zu stoßen und zu schieben ist zwar besser, als sich nackt dran zu wagen, aber nur ein kleines bisschen besser. Wer hat denn diesen Spruch geprägt? Erhöht die Rammkraft um 10%. Verringert den Schaden durch frontale Zusammenstöße um 10%. Okay. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen doppeldeutig hier. Also die Harpune und die Raufstange. Beides in einer Mission. Was will uns das Spiel damit sagen? Einfach mal einbauen. 10 Schrott, okay. Bumm. Drücke Q, um die Werkstatt zu verlassen, sobald du bereit bist. Hier gibt es also noch mehr. Panzerung. Alles gesperrt. Motor, alles gesperrt. Auspuff, alles gesperrt. Kann ich nichts mehr bauen? Reifen, alles gesperrt. Aufhängung, auch alles gesperrt. Booster, ich schau mal gerade durch, ob hier irgendwas zu bauen ist. Felgen, Abwehrstacheln, Snipergewehr, Harpune habe ich ja jetzt. Dornenstecher, nein, Donnerstecher. Seitenbrenner, Reparaturgeschwindigkeit. Mit diesen Werkzeugen kann Cham den Magnum Opus überall im Ödland reparieren. Ah ja. Ich muss in der Hauptmission voranschreiten, um die anderen Verbesserungen freizuschalten. So, die Karosserie hatte ich. Death Rattle, genau. Lackierung, es gibt also auch Farben. Das würde mich interessieren. Aber alles gesperrt. Verzierungen, alles gesperrt. Und Kühlerfigur, auch alles gesperrt. Na gut, dann geht's halt nur zurück. To stand a chance. She'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. Verlasse Chums Versteck. Neue Biografie, Harpune. Biografie, hier. Jawohl. Nachdem die Harpune angebaut wurde, können Max und Chum Bucket damit Teile von gegnerischen Fahrzeugen sowie Tore und andere Hindernisse abreißen. I for one would like to commence the sacred work. Verlasse Chums Versteck, das geht wieder nur im Auto. Also muss ich schon wieder fahren. Ach. Naja. Irgendwann muss ich es ja mal lernen. See those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work.
So. Also. Zum Glück ist Max hier selber rausgefahren. Dann muss ich das Tor nicht immer treffen. Und jetzt zerstöre die Vogelscheuchen. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3. Toll gezählt, Gewirr. Was ist das? Das Ölpumpenlager der Sog. Aha. Hoheitsgebiet von Chum Bucket. Naja, dann mache ich das mal. Kann ich die einfach umfahren? Mal gucken. Bitte treffen. Das wäre jetzt peinlich, die nicht zu treffen. Ah, jetzt weiß ich auch, was die roten Zahnräder bedeuten sollen. Das ist, wenn man hier irgendwelche Sachen von diesem Skrotum-Typen... Skrotus heißt ja nicht Skrotum. Skrotum war was ganz anderes. Von diesem Skrotus-Typen umfährt oder zerstört. Das habe ich im ersten Teil schon mal versucht, dir zu erklären, Gewirr. Aber du hörst mir ja nie zu. Und da war doch was, oder? Stay put. Was ist denn das hier? Schrott. Und er repariert, das ist gut. 12 Schrott, das hat sich gelohnt. Und da gab es nicht viel zu reparieren. Das ist auch genauso gut. Na dann, auf zur nächsten. Oh, 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 da kann ich nicht direkt hinfahren. Ah, schade. Da muss ich erstmal hier irgendwie abbiegen. Schwer genug. Another vulgar monument to the carnivores. Tear it down. Und bumm. Also viel besser konnte man das nicht treffen. Da muss ich mich jetzt auch mal selber loben. Wäre ich nicht sicher, dass du dich bei nächster Gelegenheit gleich wieder beim Autofahren blamierst, würde ich dich jetzt auch loben, Gewirr. Viel besser war das nicht zu treffen. So. Schrott. Da. Das waren 11 Schrottteile. Gut. Da hinter dem Felsen ist die letzte. Also. Die wird auch gehen. Erstmal um den Felsen rum. Das ist die größere Herausforderung. Und Nee. Die ist doch gesichert. Waffe wechseln. Ach, das ist die Waffe da unten. Schrotflinte und Harpune. Ah, okay. Gut. Also. Harpune. Und nu? Die Harpune ist eine mächtige Waffe, die benutzt werden kann, um Bauwerke wie Vogelscheuchen niederzureißen. Welche Vögel sollen hier eigentlich verscheucht werden? Der Name ist doch totaler Quatsch. Zielen und feuern. Rechts und links. Zielen. Mit Fahrzeug ziehen. Na bitte. So, gibt's denn hier irgendwelchen Schrott? Nicht? Oh. Das ist schade. Aber hier möchte man echt nicht mit dem Auto dagegen fahren. Das war schon gut, die Harpune zu benutzen. Sieh dir das Lager vom Aussichtspunkt aus an. Also von da oben. Das ist doch der gleiche, wo ich schon mal war. Na gut. Dann mache ich das mal. So, jetzt wieder abbiegen. Das ist wieder schwierig. Ah, ging aber. Und jetzt hier die Straße. Das ist auch wieder schwierig. What's the purpose of these camps? The crew, pumped from the very ground, and sent in convoys to be refined and gasolined in Gastown. Naja,
Für meine Verhältnisse war das relativ gut gefahren. So. Also da unten ist ein Ölpumpenlager. Let's see. Was haben wir da? Warcrier. Die einzige Aufgabe eines Warcriers ist es, die Bewohner eines Lagers zusammenzutrommeln und sie in einen wilden Kampfrausch zu versetzen. Wenn sie gestärkt wurden, sind diese Kämpfer gefährlicher. Beseitige den Warcrier, um den Stärkungseffekt zu beenden. Mhm. Da oben ist da was. Zoomen? Nö. Das ist der Warcrier, dieser komische Typ mit diesem brennenden Gestell auf dem Buckel. So, und da? Gates defended. Als Teil der äußeren Verteidigungslinie eines Lagers schützt das Flammenrohr den Haupteingang eines Lagers mit einer extrem gefährlichen Feuerwand. Um es auszuschalten, muss seine Treibstoffquelle gefunden und vernichtet werden. Lässt man zu, dass es gestärkt wird, tötet das Feuer fast auf der Stelle. Und das hier oben ist doch garantiert die Treibstoffquelle. Das kann doch gar nichts anderes sein. Also muss dieser Kanister weg, dieser Tank, dieser rote. Was macht der denn da? Der hängt da in der Kiste drin und wühlt da rum. Und der andere hinten, der ist auf dem Boden. Aha. Und was ist das? Da in der Mitte, das ist Schrott. Das glänzt so. Also da gibt's Schrott, das gefällt mir. Und da hinten sind noch mehr Häuser und da ist noch mehr Schrott, da in dieser Hütte. Und da ist die Ölpumpe. So, was noch? War's das? Da. Ah. Sniper out front. That's all. Als Teil der äußeren Verteidigungslinie eines Lagers suchen Lagersniper das Ödland nach möglichen Bedrohungen ab. Sie können Eindringlinge aus großer Entfernung erkennen und sind sowohl im Nah- als auch im Fernbereich tödlich. Lässt man zu, dass er gestärkt wird, feuert der Sniper häufiger und trifft dabei zuverlässiger. Mhm. Das ist schlecht, der muss weg. Der muss zuerst weg, würde ich mal sagen. Die äußere Verteidigungslinie wird oft durch eine Vielzahl von Methoden geschützt. Wenn man sich einem Lager nähert, herrscht dort Alarm. Wenn sich die Alarmanzeige vollständig gefüllt hat, wird die Verteidigung des Lagers gestärkt und deutlich gefährlicher. What's your spy, Saint? Camp has light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes, nothing our sweet magnum opus cannot handle. Schalte den Sniper aus. Das ist auch mein erster Gedanke gewesen. Das müsste ja mit der Harpune gehen, so wie mit der Vogelscheuche. Na, mal gucken. Wieso haben wir eigentlich den Hund nicht mitgenommen? Weil der noch verletzt ist und sich erholen muss. Gewirr. Der könnte den Sniper beißen, während ich hier nicht fahren kann, mal wieder. Oh, nee, das Auto ist schon halb kaputt, bevor ich überhaupt am Lager angekommen bin. Das ist eine Meisterleistung, die ich ja gerade abliefere. Und genau deswegen habe ich dich vorher nicht gelobt. Ich habe es kommen sehen. So, das Auto ist noch halbwegs intakt. Harpune ist ausgewählt. Das heißt, da wo der Sniper ist, da ranfahren. Zielen, schießen, rückwärts fahren. Wow! Oh, oh, oh. This gotta be quick. Na? Etwas näher ran. Und rückwärts. Komm. Fahr. Jawoll. It's clear. Now the gate. So. Alarmzustand, das ist gar nicht gut. The tank is feeding the flamethrower. Und? Ach Mist, der dreht sich immer.
jawoll. Ah, was mache ich denn da? Oh. Einmal drehen und dann fast. Ah. Okay, ich brauche einen zweiten Anlauf. Das Tor ist fast kaputt, das kann nicht wahr sein. So, noch einmal das Tor treffen. Jawohl. Und jetzt raus hier. Hier kann man nicht mehr fahren. Keep the car safe. Wenn du dich einem Warcrier näherst, schlägt er Alarm. Wenn sich die Alarmanzeige vollständig gefüllt hat, werden Gegner in der Nähe gestärkt und sind so deutlich gefährlicher. Drücke E zum Fortfahren. Der hängt da oben. Ah, geh mir aus dem Weg, du Penner! Und du genauso. Was machst du denn hier? Hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt sind die gestärkt, das wollte ich doch gerade vermeiden. Aber die haben mich ja nicht gelassen. Ah, diese Vögel. Boah, weg. Das ist ja wohl nicht wahr. Ey, Schnauze da oben. Halt die Fresse. Boah. Das wollte ich schon viel früher machen. Wie hätte man das denn schneller hinbekommen können? Ich bin da hingerannt, hab drauf eingeschlagen und dann haben mich aber diese komischen Typen hier angegriffen und dann führte eins zum anderen. Schade. Ich hatte gedacht, ich krieg das schneller hin. Ach ja, man kann nicht alles haben. Ja, Schrott. 1 von 10. Hier gibt's aber viel Schrott. Was ist das? Historisches Relikt, das ist das Foto aus Max altem Auto. Das ist seine Familie. Ach je. Drehen, was denn drehen? Max, we miss you, come back soon. Oh, das ist gemein. Hm. Schade, schade, schade. Will I ever come back? Ich glaube nicht. Wir leben doch nicht mehr, oder? Gotta get to that pump and destroy it. Jetzt muss die Pumpe zerstört werden. Hm, aber erstmal vielleicht ein bisschen Wasser trinken. Das hat gerade Kraft gekostet. Da geht's weiter. Wumm. Storm's rising. Ah, so ein komischer Vogel mit einem Messer. Halt die Backen. Du triffst mich nicht, du Vogel. Wumm. Und hier liegt ein Messer. Messer? Max, da liegt ein Messer. Gewehr, du kannst das Messer nicht aufheben, weil du schon eins hast. Mehr als eins kannst du nicht tragen. Heb mal das Messer auf. Gewehr, das geht jetzt nicht. Außerdem kommt gleich ein Sturm. Max hat dich vorhin gewarnt. Boah. Was ist denn das? Das ist der Sturm, vor dem dich Max vorhin gewarnt hatte. Hörst du eigentlich niemandem zu? Übel. Boah, und ein Krach. Zerstöre alles Kronos und Signe, um das zusätzliche Lagerziel abzuschließen. Aha. So, weg. Hier gibt's Wasser. Hier gibt's Schrott. Was muss ich eigentlich machen? Ich muss die Ölpumpe zerstören. Wo ist denn die Ölpumpe? Die ist da drüben.
Die ist ja auf so einem Felsen, da komme ich ja gar nicht hin. Ich würde auch gern mal irgendwo reingehen bei diesem hässlichen Sturm. Boah. Max, such dir mal ein Versteck. Such dir mal ein Versteck. Boah. Na, hier ist schon besser. Da geht's rauf. Und da geht's runter. Ich gehe mal runter. Da müsste ich vor dem Sturm sicherer sein. Ja, hier ist deutlich ruhiger. Das ist gut. Warum konnte ich das Messer nicht aufheben? Das wundert mich gerade. Das habe ich dir doch gerade erklärt. Weil ich schon eins habe, kann das sein? Da unten rechts ist ja ein Messer zu sehen. Heißt das, ich habe schon ein Messer? Oder was heißt das? Hurra! Ich bin unsicher. Da ist die Schildkröte wieder. Hallo, bleib mal stehen. Jetzt wird es hier duster. Wieso wird denn das jetzt hier so dunkel? Taschenlampe. Ja, genau. Gerade war es hier noch hell. Das irritiert mich genauso. Ah, da war eine Leiter, aber gut. So. Schrott, ich sehe Schrott. Du siehst nicht nur Schrott, du redest auch meistens welche. Jede Menge Schrott. 13 Schrott, das lohnt sich. Was sehe ich hier? Hier sehe ich einen weiteren Gang. Der geht runter. Und da liegt was. Was liegt denn da? Da liegt Munition. Sehr gut. 2 Stück. Hey. Was ist das hier? Was ist denn das? Ist das das Öl von der Pumpe? Hier ist Schrott, das erkenne ich wieder. 24 Schrott, das lohnt sich. Und die Insignie muss ich zerstören. Nur wie? Wie mache ich das denn? Okay, also das geht wohl nur mit einer Fernkampfwaffe. Da muss ich aber eine Schrotflintenpatrone jetzt opfern. Puh. Zielen. Bumm. Naja, immerhin. Eine und dann getroffen. So, jetzt wieder raus hier. Mehr gab es da, glaube ich, nicht. Und höher, 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 höher. So, hier war ich gerade. Von da bin ich gekommen. Von oben. Genau. Hier geht's noch weiter. Da geht's wieder rauf. Und die Schildkröte muss auch noch irgendwo sein. Boah. What do you want? Oh. Time has built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Gibt's ja eigentlich nur durchgedrehte Gestalten? Also Max ist ja nur wirklich der Einzige, der in hohem Maße normal ist. Und das will was heißen. Alle anderen Vögel sind ja wohl völlig durchgedreht hier. Boah. Was für ein Schicksal. Armer Max. Geh mal hier rauf. Da schreit noch irgendeiner rum. Und der Sturm ist weg. Das ist gut. Und, ach, da kommen die nächsten Intruder. Während Max im Bodenkampf aktiv ist, baut er Wut auf. Ja, ich auch. Wenn er genug Wut angesammelt hat, wechselt Max in den Wutmodus, in dem all seine Schläge noch stärker sind. Max bleibt im Wutmodus, bis die Anzeige geleert ist, beziehungsweise bis alle Feinde in seiner Nähe besiegt sind. Puh, dann auf in den nächsten Kampf. Weg. Weg, 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 du spinnst wohl.
Komm. Messerstrafer. So, gemäßigte Wut. Waren das alle? Destroy the pump. Make it so that there's no reason for them to come back. Also ich habe gerade gesehen, Messerstrafe. Das heißt, Max hat noch ein Messer und ich glaube, das ist der Grund, warum ich das andere Messer nicht aufheben konnte. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Also muss ich mir merken, dass da noch eins liegt, falls das Messer, das Max gerade hat, dann mal weg ist. Zerstöre die Ölpumpen, indem du sie mit einem Treibstoffkanister hochjagst. Hier gibt's was zu plündern. 7 Schrott. Hier bin ich hergekommen. Genau. Da ist die Ölpumpe. Wie mache ich die kaputt? Sand ins Getriebe? Ach so, Treibstoffkanister, da steht's ja. Hier? Fuel storage. One can do the trick. Jawohl. Und dann. Das kenne ich ja schon. Das ist wie am Friedhofstor. Anzünden. Und weg. Ölsumpflager, der Sog. Ölpumpen zerstören. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und wird regelmäßig Schrottlieferungen beisteuern. Was denn für Verbündete? Außer Chambagat habe ich doch gar keinen Verbündeten. Historisches Relikt. Insignien. Ist noch eine übrig. Schrott ist noch viel übrig. Ich hoffe, den kann ich noch alles sammeln. Ja, sieht so aus. Ausrotter. The one from the tunnels. I need to find him. Der aus den Tunneln. So, langsam, langsam, langsam. Stufenaufstieg. Straßengleiche Stufe 6. Stufe 6. Aha. Also, jetzt ist das Gebiet erobert worden. Es ist leicht grünlich, nicht mehr rot. Beseitige die Bedrohung in diesem Bereich, um die Anzahl der Scrotus-Patrouillen zu verringern. Ich sage immer Scrotum-Patrouillen, ach je. Und Verbesserungen für den Magnum Opus freizuschalten. Lager und Folgescheuchen, alles weg. Hier gibt es nichts mehr zu tun in dem Bereich. Hoheitsgebiet von Chambagat. Gut, also. Geht es jetzt darum, hier noch zu plündern. Und die Hütte hatte ich doch vorhin gesehen mit dem Fernglas. Hier gibt es Schrott. Schrott 5 von 10. Und runter. Wo gibt's den nächsten Schrott? Kehre zum Magnum Opus zurück. Das mache ich gleich. Hier ist noch Schrott. 6 von 10. Und hier ist die nächste Schrottinsignie. Zerbrechen. Scrotus-Insignie. Keine Schrottinsignie. Und weg. So. Hier geht's wieder rauf. Ich glaube, ganz vorne war noch irgendwo eine Leiter, wo ich noch nicht raufgeklettert war. Und das ist auch eine Leiter, wo ich noch nicht raufgeklettert war. Hier gibt's noch Schrott. Na prima. Komm, geh runter. Ich muss wieder zurück in die Tunnel. Hier. Obwohl ich eigentlich... Kann ich so einen Kanister mitnehmen? Geht das auf der Leiter? Kanister aufheben. Das ist auch wieder so ein sich selbst wiederfüllendes Treibstofflager. Also das scheinen alle Treibstofflager zu können.